Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von World of Warcraft. Und zwar möchte ich euch ab heute das Gnomen-Startgebiet zeigen. Ihr wisst ja, World of Warcraft ist auf meinem Kanal ein Langzeitprojekt. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, euch erstmal die ganzen Startgebiete der verschiedenen Allianzvölker zu zeigen. Ja. Aufgrund der jüngsten politischen Umwälzungen in Eisenschmiede waren die Gnome in der Stadt schlagartig nicht mehr willkommen. Sie haben deshalb begonnen, ihre Rolle in Kasmodan zu überdenken und ihre geniale Technologie und unstillbaren Durst nach Abenteuer voll auszuschöpfen. Nun planen sie unter der einfallsreichen Führung von Hochtüftler Mechadrill einen mutigen Feldzug gegen die grausamen Trogs, um ihre frühere Hauptstadt Gnomeregan zurückzuerobern. Da ihre Chancen schlecht stehen, zählen die Gnome darauf, dass mutige Helden wie ihr vortreten und Farbe bekennen werden. Die Schicksalsstunde eures Volkes hat geschlagen. Ja, und ab heute ist das Startgebiet der Gnome dran, wollte ich noch sagen. Und da sind wir auch schon. Ich freue mich riesig auf dieses Startgebiet, da ich das Volk der Gnome sehr, sehr liebe. Schauen wir doch mal. Interessant. Nevin Trallzang. Eingekesselt. Mein Name ist Nevin Trallzang und ich bin der Kommandant von Sicher. Ich weiß nicht, wie ihr die Strahlung hier unten überlebt habt, Yvain, aber die meisten anderen hatten nicht so viel Glück. Mein Team sammelt zwar die Überlebenden, aber es gibt so viele strahlungsverwirrte Lepra-Gnome, dass wir sie nicht mehr lange zurückdrängen können. Sie haben den Verstand verloren. Oje. Solltet ihr noch stark genug sein, um eine Waffe zu heben oder einen Zauber zu wirken, könnt ihr uns helfen, ein paar dieser Lepra-Gnome auszuschalten. Tötet 6 wahnsinnige Lepra-Gnome ist unsere Aufgabe. Man sieht sich. Okay. Ich glaube, da müssen wir hier hinten hin. Ja, da sind ja schon die ersten. Ich habe mich für dieses Let's Play dazu entschieden, eine Magierin zu spielen. Ich habe euch ja schon das Startgebiet der Nachtelfen gezeigt und das Startgebiet der Menschen. Im Startgebiet der Nachtelfen habe ich mich ja für eine Druidin entschieden und im Startgebiet der Menschen habe ich eine Priesterin gespielt. Und hier habe ich gedacht, nämlich eine Magierin. Das ist auch gleichzeitig eine meiner Lieblingsklassen. Meine Lieblingsklassen sind ja Hexenmeister, Magier und Schamane. Da trifft sich das ganz gut. Ich muss hier unbedingt meine Leisten noch etwas umlegen, aber ich denke, das werde ich dann ohne euch machen. Das ist ja dann nicht so spannend. Und den Autoloot muss ich auch unbedingt noch anstellen. Noch 2 Stück fehlen mir. Ja, früher war es ja so gewesen, dass die Gnome im selben Gebiet gestartet haben wie die Zwerge auch. Und ich glaube, es war kurz vor Qatta. Oder mit Qatta gab es so ein Event, Rückeroberung von Gnomeregan. Und da haben die Gnome hier wieder ihr eigenes Startgebiet bekommen. Leider, 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 da ärgere ich mich tatsächlich heute noch darüber, habe ich zu dem Zeitpunkt von diesem Event eine WoW-Pause gemacht. Da gab es ja einen Heldentitel und besondere Items und alles Mögliche. Also eine Heldentat gab es. Bin ich heute noch sehr traurig darüber, dass ich das verpasst habe. Aber kann man nicht ändern, leider, leider. Freude, euch zu sehen. Gut gemacht, Yvain. Meine Männer werden ab jetzt übernehmen. Konzentrieren wir uns darauf, die anderen Überlebenden herauszubringen. Gerne. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Meldet euch bei Kavo Sprengbolz. Ich werde meine Leute darauf vorbereiten, diesen Ort zu verlassen. Wir können hier nicht mehr länger ausharren. Ich möchte, dass ihr euch in eine vorgeschobene Position mitten in dem großen Zimmer vor uns begebt. Dort solltet ihr Kavo Sprengbolz finden. Er wird euch weitere Anweisungen geben. Viel Glück, Yvain, und wir sehen uns an der Oberfläche wieder. Na, das hoffe ich doch sehr. Der Tag leuchtet schon. Was ich aber noch machen möchte, ist mir ein Haustier rausholen. Das kennt ihr bestimmt schon aus meinen anderen Let's Plays, also wenn ihr schon bei mir mehrere Let's Plays gesehen habt. Haustiere sind mir auch in-game immer sehr wichtig. Nehmen wir doch den kleinen Agi. Ein sehr, sehr süßes Haustier, über den habe ich mich sehr gefreut, als der herauskam. Da meine Lieblingsrasse ja die Trinai sind und, naja, man sieht schon, dass der den Trinai doch sehr ähnlich sieht.
So. Kann ich euch helfen? Hat Nevin euch vorgeschickt? Das bedeutet, er bereitet sich darauf vor, die Mission zu beenden. Doch es müssen immer noch Überlebende gerettet werden. Wir müssen ihnen helfen. Ja, Logo, das machen wir auch. Kümmert euch um die Überlebenden. Wenn wir nicht bald handeln, werden weder Nevin noch die Überlebenden hier heil herauskommen. Ich werde euch das Notfall-Teleporter-Signal meiner Einheit geben. Wir haben noch genügend Kraft und Munition, um uns nach oben zu kämpfen. Aber diese Überlebenden können nicht mithalten. Setzt das Signal bei den Überlebenden ein, damit sie in die sichere Zone, die meine Männer eingerichtet haben, teleportiert werden können. Erstattet mir Bericht, sobald das erledigt ist, und wir werden dafür sorgen, dass ihr hier wegkommt. Man sieht sie. Okay, ach, da vorne ist schon einer. Der Arme, der zittert ja total. Hat das geklappt? Ja, wunderbar. Drüben steht auch noch jemand. Auch total zitterig, der arme Kleine. Aber man kann es ja verstehen. Ist ja nicht gerade der angenehmste Ort hier. Und dieses grüne Leuchten ist mit Sicherheit auch alles andere als gesund. Das sind Kollegen von uns. Der da oben auch. Ah, hier ist noch einer. Noch zwei Stück. Und da vorne steht auch noch einer. Wunderbar. Da hoffe ich mal, dass wir in dieser Folge auch noch an die Oberfläche kommen. Ich denke aber schon, dass wir das noch schaffen. Wobei ich mich hier unten mit den Quests nicht gut auskenne. Ich glaube, ich habe das Gnomgebiet ein, maximal zweimal hier gemacht. Einfach aus Neugierde. Seid gegrüßt. Aber das ist schon ein ganzes Weilchen her. Es wird Nevin freuen, dass ihr so vielen Überlebenden helfen konntet. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ihr trotz der Strahlung hier unten noch so stark seid. Ihr habt ja den Zustand der anderen Überlebenden gesehen. Ab mit euch zum Laderaum zur Dekontamination. Richtig. In den Laderaum zurückziehen. Ausgezeichnete Arbeit, die anderen Überlebenden einzusammeln. Sie und ihr sind der Grund, dass das Sicherteam immer wieder hier herunterkommt. Nevin gibt keine Ruhe, bis nicht auch der letzte Überlebende gefunden und gerettet ist. Das ist schön. Ich schicke meine Leute in den Laderaum, um die Dekontamination vorzubereiten. Bitte folgt ihnen und sucht Gaffer Spulfeder bei eurer Ankunft auf. Sie wird euch für die Dekontamination vorbereiten und auf den Weg zur Oberfläche bringen. Na, das hört sich doch super an. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wo müssen wir da hin? Ich würde mal sagen, auf jeden Fall in die Richtung. Aber da geht es ja nicht weiter. Vielleicht hier entlang. Wie gesagt, gut auskennen tue ich mich hier unten leider nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich das Gnom-Startgebiet zum letzten Mal hier gemacht habe. Aber das ist mit Sicherheit schon mehrere Jahre her. Aber die Richtung sieht doch ganz gut aus. Oh je, da sind die wahnsinnigen Lepra-Gnome auch dabei, hier reinzustürmen. Kann ich euch helfen? Schön, euch kennenzulernen, Magierin. Wir treffen nur selten Überlebende, die noch so stark und fähig sind wie ihr. Ich kann euch bei der Dekontamination helfen und dabei hier rauszukommen. Man sieht sie! Ihr seid schon sehr lange hier unten in Gnomerigan Evane. Und es ist bemerkenswert, dass ihr überlebt habt und noch bei Verstand seid. Wir müssen euch rausholen. Bevor wir euch zu den anderen Gnomen an die Oberfläche schicken können, müsst ihr dekontaminiert werden. Begebt euch in den nächsten Raum und besteigt den Sunnytron 500. Er wird den Rest erledigen. Es wird nicht wehtun. Nicht sehr. Alles klar. Meldet euch bei Techniker Praggel, wenn ihr fertig seid. Er wird euch geeignete Ausrüstung besorgen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke, ebenso. Leite Entseuchungssequenz ein. Ach je, wie ich da hänge. Das sieht gefährlich aus. Was passiert jetzt?
Entsorgung abgeschlossen. Warte auf die nächste Lieferung. Warnung, System überladen. Fehlfunktion steht bevor. Ach je. Aber haben wir ja gut hinter uns gebracht. Nein, nicht der Santitron. Er war mein ganzer Stolz und meine Freude, sagt der Techniker. Tut mir leid. Willkommen. So, jetzt könnt ihr euch an die Oberfläche begeben und ein neues Leben beginnen. Der Hochtüftler wird begeistert sein, wenn er von eurer Ankunft erfährt. Zur Oberfläche. Nevin hat gerade gemeldet, dass er und seine Leute auf dem Weg zur Oberfläche sind. Er erwartet euch in dem Gebäude, das sicher zum Hauptquartier erkoren hat. Seht ihr Torben Zischknall da hinten? Sprecht mit ihm, wenn ihr zur Oberfläche aufbrechen wollt. Und er wird für den Transport sorgen. Es war mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen, Evane. Ich fühle mich geehrt, eine kleine Rolle bei eurer Flucht aus Knomerigan und dem Beginn eures neuen Lebens an der Oberfläche gespielt zu haben. Oh, das ist aber nett. Okay. Der Tag leuchtet schon. Wünsche ich dir viel Glück. Es ist mir eine Ehre. Teleportationsingenieur Torben Zischknall, zu euren Diensten. Bringt mich zur Oberfläche, Torben, können wir sagen. Oh, wunderbar, da sind wir auch schon. Hey! Schön, euch wiederzusehen, Evane. Ohne eure Hilfe wäre es uns dieses Mal nicht gelungen, so viele Überlebende aus Knomerigan zu retten. Alle wollen euch treffen und eure Geschichte hören. Hinfort, hinfort! Ja, jetzt wundert ihr euch bestimmt wegen den 50 Quests abgeschlossen. Das ist so ein Bug, den einige Spieler haben. Wenn man da, was weiß ich glaube, 5, 6, 7 Quests abgeschlossen hat, bekommt man den Erfolg, man hätte 50 abgeschlossen. Ich hatte da auch schon mal ein Ticket geschrieben vor, ja, gut anderthalb Jahren. Aber da kann man wohl nichts machen im Moment oder sie halten das nicht für wichtig, das mal zu ändern. Mich stört es jetzt auch nicht wirklich, von daher. Interessant. Die Zukunft von Knomerigan. Jeder Überlebende, den wir aus den vergifteten Hallen von Knomerigan befreien können, ist wie ein Sieg für uns. Kämpfer wie ihr werden eine wichtige Rolle bei der Zukunft von Knomerigan spielen. Aus diesem Grund hat unser Herrscher Hochtüftler Megatrill ein Team von Lehrern zusammengestellt, die euch helfen werden, eure Künste zu erlernen. Bipsi. Frostschleuder wird eure Ausbildung und eure Anpassung an das Leben auf der Oberfläche überwachen. Sie erwartet euch im Erdgeschoss des großen Gebäudes im Nordosten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Gut, werden wir zu unserer Lehrerin geschickt? Dann würde ich aber sagen, machen wir das dann nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!